Also, mein Name ist Franziska Link, ehemalige Dozentin, Professorin für neue Medien der Hochschule für Design und Kunst. Ich bin Agatha Fausch. Ich bin auch an die Veranstaltung gekommen, weil ich gerne erzähle vom Frauenstreik 1991. Und damals, um 1991, hatten wir die Gleichstellung in der Verfassung und nichts ist passiert. Und darum haben wir gestreikt. Also der große Link, das war eigentlich die Verbindung zu den Gewerkschaften. Das war die extrem hilfreiche Brücke. Also das betraf VPOD, SGB. Ja, wir hatten noch sehr viel mehr Branchengewerkschaften, aber wirklich die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, die haben das auch unterstützt, weil wir gut positionierte Frauen, Präsidentinnen in der Gewerkschaft hatten. Wie wir mit Arbeiten begannen, haben wir ja versucht, wirklich diese Plattform zu öffnen. Also zu allen Frauen hin, diejenigen, die sich zu den Liberalen, also Vertreterinnen aus der FDP, CVP und so weiter und so fort. Und da haben wir uns ja fast die Zähne ausgebissen, um die irgendwie begeistern zu können. Wie wir da mit unseren Plakaten auf den Sackkarren durch die Stadt gingen, dann gab es immer wieder Frauen, die ganz stur stillgestanden sind und einfach den Kopf geschüttelt haben. Und dachten wir, naja, immerhin das, wahrgenommen wurden wir, aber eben nicht unbedingt mit Beifall. So. Erstaunlich ist, dass wir, also 1991, wir hatten keine Sekunde. Keine zugewanderte Frauen im Streikkomitee, vielleicht bei den Aktionen, aber ich erinnere mich an eine... Erstaunlich. Für mich ist das ein Geschichtstag und ich werde ganz sicher kommen und ich werde irgendan einer Aktion teilnehmen oder wenn möglich eine initiieren, dass man uns hört, dass man uns sieht und dass wir uns Raum nehmen für die Diskriminierungen, die nach wie vor da sind, auch wenn vieles auf Gesetzesebene etwas besser geworden ist, aber von der Gesellschaft noch wenig getragen.